Fragst du dich auch manchmal, wie du Führungskräfte aus- und weiterbilden kannst, ohne dass sie die Inhalte sofort wieder vergessen? Oder fragst du dich, wie du deine Mitarbeitenden direkt in ihrem Job und Kontext ausbilden kannst? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wenn du für ein paar kurze Minuten deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, stelle ich dir meine einfache Methode vor, mit der du verschiedenen Personen dabei helfen kannst, besser in ihrem Job zu werden. Also leg doch alle möglichen Ablenkungen beiseite, damit du persönlich am meisten davon hast. Die folgende einfache Methodik habe ich schon mehrfach angewendet, um anderen Leuten dabei zu helfen, selbst Möglichkeiten zu finden, besser in ihrem Job zu werden. Sie eignet sich am besten, wenn ihr schon vorher wisst, in welchem Aspekt die andere Person besser werden möchte. Der erste Schritt besteht darin, zu klären, wo das Problem sichtbar wird. Zum Beispiel, welche wichtigen Aufgaben vernachlässigt oder vergessen werden. Damit kommt ihr dann auf die verschiedenen Bestandteile des Problems. Konkretisiere die Frage danach, wo das Problem sichtbar wird und lasst dein Gegenüber die Punkte zum Beispiel einfach auf Post-its aufschreiben. Im nächsten Schritt erklärt ihr dann, warum das Problem überhaupt entsteht. Dieser Schritt ist essentiell notwendig, damit ihr die wirklichen Ursachen erkennt und nicht nur die Symptome bekämpft. Auch die Antworten auf diese Frage sammelt ihr wieder auf Post-its. Anschließend könnt ihr mit Pfeilen die Probleme und ihre Ursachen grafisch verbinden. Dabei werdet ihr bestimmt feststellen, dass einige Ursachen zu mehreren Problemen führen und manche Probleme aber auch mehrere Ursachen haben. Nun könnt ihr zum letzten Schritt kommen. Was kann dein Gegenüber dabei tun? Hier schaut ihr, dass ihr Lösungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur Verbesserung entwickelt. Auch diese sammelt ihr wieder auf Post-its und verbindet sie mit den Ursachen. Schaut, dass ihr euch hierbei auf die Ursachen fokussiert, die mit den meisten oder gravierendsten Problemen zusammenhängen. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr nicht für alle Ursachen eine Lösung findet. Du kannst die Methodik auch sehr ähnlich mit dem Positivbild durchführen. Dann wäre der erste Schritt, den Idealzustand zu beschreiben. Im zweiten Schritt stellt sich dann die Frage, was den Idealzustand gefährden kann. Und im letzten Schritt überlegt ihr, wie dein Gegenüber das verhindern kann. Bei beiden Herangehensweisen ist es wichtig, dass ihr euch am Ende auf maximal 3 Maßnahmen fokussiert. Das macht es leichter, die Dinge anzupacken und umzusetzen. Nach einiger Zeit könnt ihr schauen, ob sich die Situation verbessert hat und die Übung gegebenenfalls wiederholen. Entscheidend ist bei der ganzen Übung auch, dass du niemals selbst die Antwort geben darfst. Führe dein Gegenüber lieber mit gezielten Fragen zu den richtigen Antworten. Das hilft dabei, dass dein Gegenüber selbst aktiver wird und die Inhalte besser und effektiver verinnerlicht. Ich hoffe, dass diese einfache Methodik dir dabei hilft, in Zukunft anderen zu helfen, besser in ihrem Job zu werden und Lösungen für ihre Probleme bzw. Herausforderungen selbst zu finden. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal.